Und jetzt stelle ich die Frage, wenn man einen Brief kriegen würde von Barack Obama oder einen Brief von einem König, der einem einen Brief schicken würde. Diesen Brief würde man wahrscheinlich nehmen und würde ihm jeden zeigen und würde ihn vielleicht sogar an die Wand hängen. Wir haben eine Botschaft vom allmächtigen Gott bekommen. Und diese letzte Botschaft ist der Koran. Und deswegen kommen wir darauf hin, was die Quellen des Islam sind, weil wir sind im Grunde auf diese Frage gekommen, ja, was Islam ist, aufgrund des Themas Jungfräulichkeit und Familienehre. Und deswegen, wenn wir beispielsweise Ehrenmorde sehen, Zwangsheirat sehen, ja, oder sehen, dass die Jungen durch die Diskos toben und die Mädchen Schläge bekommen, dann müssen wir gucken, ob das mit dem Koran vereinbar ist, weil das die Botschaft ist und nicht, was der pakistanische Taxifahrer erzählt hat oder was Lala aus der Disco, die Gogo-Tänzerin, praktiziert, sondern wir müssen gucken, was der Koran dazu sagt. Und dann gibt es die zweite Botschaft, beziehungsweise die zweite Quelle, denn es gibt zwei Primärquellen im Islam. Die erste ist der Koran, die zweite ist die Sunna des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Was deutet darauf hin, dass die Sunna, was heißt Sunna? Sunna bedeutet linguistisch Weg. Und das bedeutet das, was der Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, gesagt hat, was er getan hat und wo er zugestimmt hat. Deswegen gibt es viele Bücher, deswegen manchmal hört man die Sprüche, ja, das steht nicht im Koran. Ja, das und das steht angeblich nicht im Koran. Da sagen wir, das spielt für uns keine Rolle, ob es nur nicht im Koran steht. Man muss, wenn man gegen etwas argumentiert, sagen, das steht nicht im Koran und das steht nicht in der Sunna. Das muss man machen und nichts anderes. So, warum ist die Sunna eine Quelle? Weil Allah dies im Koran sagt. Allah sagt zum Beispiel in Sure 4, Vers 59, وَعَتِيُ اللَّهُ وَعَتِيُ الرَّسُولُ, und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Das heißt, man muss gehorchen. Dann sagt Allah, dass man ihm folgen soll, dass das Folgen des Propheten ein Grund dafür ist, dass Allah einen liebt. Allah sagt in Sure 3, Vers 31, sagt er, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ, sprich, wenn ihr Allah, wenn ihr den allmächtigen Gott liebt, so folgt mir, damit euch Allah liebt. Dann beschreibt der Koran, dass die Sunna den Koran erklärt, nämlich in Sure 16, Vers 44 sagt Allah, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, wir haben zu dir die Botschaft herabgesandt, die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Dann macht Allah uns darauf aufmerksam, dass es neben dem Koran noch eine andere Quelle gibt, nämlich in Sure 62, Vers 2. Das heißt, das deutet darauf hin, dass wir Muslime nicht Mohammed anbeten und nicht Isa, Jesus, anbeten und nicht Abraham anbeten oder kein System anbeten, sondern dass wir nur Gott alleine anbeten, denn niemand darf bei ihm Fürsprache einlegen ohne seine Erlaubnis. Wenn jemand jemanden anbetet, damit er Fürsprache von ihm bekommt, dann begeht er eine Tat des Schirks. Und das ist die Tat, über die Allah sagt in Sure 4, Vers 48, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُشْرَكَ بِي وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, Allah vergibt es nicht, dass mit ihm Götter beigesellt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Wem er will heißt nicht, was Willkür, sondern wem er aus seiner Gerechtigkeit, aus seiner Barmherzigkeit her, heraus verzeihen will. Und das heißt, dass derjenige, der stirbt und jemand anderen neben dem allmächtigen Gott anbetet, für alle Ewigkeit in die Hölle gehen wird. Und deswegen sagt Allah in Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ, wer eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das heißt, er wird in die Hölle gehen für alle Ewigkeit und wird dort schmoren und eine Strafe erleiden,
die schlimmer ist als alles, was er sich vorstellen kann.